So, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Kristall. Oh yeah, im letzten Part haben wir alles erledigt in Ebenholz City und unseren neuen Auftrag bekommen. Zur Pokémon-Liga gehen und dort alles aufräumen. Oh yeah, ich habe Suicune ins Team genommen für Whirlpool und Kaskade. Klingt traurig, aber irgendwas muss ich halt nehmen. Und wenn schon, dann dachte ich mir dann wenigstens etwas, was sich auch im Notfall noch wehren kann. Dafür ist kurzzeitig Ultrigaria aus dem Team gegangen. Und ein interessanter Funfact: Impergator kann hier noch gar nicht Kaskade lernen. Das haben sie wohl jetzt später eingeführt. Aber generell war das tatsächlich so. Kaskade konnten in den ersten beiden Generationen relativ wenige Pokémon nur. Und ja, da sehen wir es gerade mal im perfekten Beispiel. Impergator kann es zum Beispiel hier nicht. Obwohl es das später definitiv kann, denn es ist eine ziemlich gute Attacke. Und auf jeden Fall ein Staple, ein Move, den Impergator eigentlich immer haben sollte. Nun gut, dann gucken wir nochmal, dass wir diesen Wasserfall erklimmen können. Goldini, Goldini. Das ist nicht die Stimme, die ich Goldini mir gegeben habe, aber egal. Goldini, muss man ja auch nicht immer sagen, nicht wahr? 99 KP. So, ab nach... Hoppala, ab da oben. Möchtest du Kaskade einsetzen? Suicune setzt Kaskade ein. Wow, die Animation. Die Animation, Leute. Naja, das wurde ausgesagt dafür, dass die Animation im Kampf so ultra lame ist. Einfach nur... Ganz komisch irgendwie. Habt's ja gesehen gestern. Es sah so komisch aus. Du bist entkommen. Das freut mich sehr, dass ich entkommen bin. Ich wollte schon immer mal entkommen. Oh, ich bin so aufgeregt. Das ist so spannend zu entkommen. Oh Gott, was ist das jetzt hier? Was ist denn das hier? Ein Fleckmon. Episch. Aber nee, auch Lamos hatte ich schon mal. Irgendwann habe ich so viele Pokémon-Playthroughs gemacht, dass ich jedes Pokémon schon mal im Team hatte. Was mache ich denn dann, Leute? Naja, es gibt irgendwie so Kandidaten, die ich wahrscheinlich immer ins Team nehmen würde. Na, wobei gibt es die? Ich weiß es nicht, ob es die geben würde. So, Leute, was bist du für eine? Woher möchtest du mit den Pokémon? Zur Pokémon-Liga? Sind deine Pokémon loyal genug, um zu gewinnen? Ich werde das überprüfen. Aha, deine Pokémon vertrauen dir blind. Es ist schön, einen guten Trainer zu treffen. Hier ein Geschenk für deine Reise. Oha. Hätte sich der im 38 sein können? Nett Sandsturm. Dieser Tag fügt beiden Kämpfern Schaden zu. Nur erfahrene Trainer sollten sie einsetzen. Setze sie ein, wenn du dich traust. Viel Glück, wenn du dich traust. Mensch, klingt so, als würde ich irgendwie nicht nur Schaden kriegen, sondern so einen Schaden, wie als würde mein Gegner Finale einsetzen. Oder ich selber im Zweifelsfall noch. Hier kommen so seltenen Menschen vorbei. Trainierst du vollkommen allein? Hier kommen nur seltene Menschen vorbei, das hat sie eigentlich gesagt. Wo ich es gerade erwähnt habe, mit, stellt euch mal vor, wenn ihr eine absolute... overpowerte Attacke erfinden müsstet. Wie würde diese heißen? Also ich fände das schon ziemlich cool. Quasi so eine Attacke wie Sandsturm. Einfach also Wetter ist 5 Runden aktiv. Und jede Runde werden beide Pokémon einfach besiegt, die auf dem Feld sind. Das ist doch gut, oder? Klingt fair. Finde ich schon. Die wäre bestimmt erlaubt, die Attacke. Bom. So, zack. Benutzt Flammerad. Ihr könnt ja noch als zusätzlichen Effekt machen, dass nur Geist-Pokémon von dieser Fähigkeit, von diesem Wetter quasi nicht getroffen werden. Das heißt also, Geister-Teams würden da voll profitieren von. Oh mein Gott. Geister-Arena incoming. Wow, hallo Bisaflor. Shake your ass, habt ihr das gerade gesehen? Bisaflor Level 32. Wobei, die Bisaflor entwickelt sich auch auf 32, kann das sein? Oder war das nur Meganie? Ich weiß nicht, Meganie hat mich verwirrt. Also ich weiß, dass Meganie auf jeden Fall so ist und Gott sei Dank ging das daneben. Oh mein Gott, das wird so unglaublich viel Erfahrungspunkte bringen jetzt. Ich mochte Bisaflor immer. Ich fand Bisaflor toll. Nicht so toll wie Turtok, aber toll. So, das bringt ja 1400. Meine Güte, ist das ein Output hier an Erfahrungspunkten. Und jetzt haben wir auch über 100 KP mit Vulcano oder ganz Bisaflor. Das kann ich auch noch aufs Spiel nehmen. Wahrscheinlich kommt gleich noch eine Glumanda und eine Shigi-Trainerin, oder? Könnte ich mir gut vorstellen. Kaum setzen wir einen Fuß nach Johto... kommen die Trainer mit solchen Pokémon hier. Schön. Setzen wir unseren Fuß aus Johto, habe ich gesagt, oder in Kanto. Ihr wisst, was ich meine. Kaum betreten wir Kanto und verlassen Johto, kommen diese Pokémon. Verdammt, hat er doch nochmal getroffen. Ich dachte, ich gehe komplett ohne Schaden aus diesem Kampf, aber es sollte einfach nicht sein. Hätte mich angreifen können, Mann. Ja, dann kriege ich keinen Giftschaden jetzt. Das heißt, na, ich gehe ohne Schaden aus dem Kampf, fällt mir gerade auf. Ja, siehste, sage ich doch, hier, alles gut. Oh, du bist wirklich stark. Dankeschön, dass ich wirklich stark bin, das freut mich stark. Mama, was willst du? Hi, Christa, wie geht's dir? Bei Einkaufen heute habe ich etwas Krasses gefunden. Eine Puppe, oh. Die Puppen immer gerne, du wirst sie lieben, sagt meine Mami. Na gut, ich möchte gerne mein Team heilen. Ich habe echt wenig Tränke, ne? Ich sollte mal... spätestens, aber wirklich aller spätestens bei der Liga dafür sorgen, dass mein Team wieder ein bisschen aufgefrischt wird.
Also mein Team, mein Inventar wohl eher. Mein Team-Inventar, genau. Hallo du, hast du zwei oder drei Pokémon? Du siehst sehr stark aus. Ich will gegen dich kämpfen. Das wollen viele, die wir schon gesehen haben und die wir noch sehen werden. Aber ist in Ordnung, können wir gerne machen. Zeig mir den Shiggy. Du hast Shiggy, oder? Gib's zu. Ja, das ist fast ein Shiggy. Die Ähnlichkeit ist frappierend, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mit Flammenrad hier trotzdem erfolgreicher sein werde, als mit irgendeinem anderen Move, den Fukano jetzt machen könnte. So, Fukano benutzt Flammenrad. Brutzel, brutzel. Und es reicht nicht mal aus. Das ist aber sehr, sehr schade. Aber Fukano weicht mal wieder aus. Irgendwie können die Gegner... Verdammt, ich wollte keinen Bodycheck machen. Nein, es kriegt Schaden. Ganze zwei Punkte. Ja, richtig getippt. Na gut, Fukano, es wird Zeit wieder... Die Position zu wechseln, vor allem gegen Morlord. Hey, jetzt hätte ich irgendwie ein Pflanzen-Pokémon gebrauchen können. Aber irgendwie habe ich es nicht im Team. Verdammt aber nochmal. Das Problem ist, Mudrigaria wird vom Level jetzt extrem abfallen. Ich brauche dringend die Entwicklungssteine, Leute. Aber ihr habt mir schon gesagt, die gibt es erst in Kanto. Und ich weiß leider gerade nicht, welche Telefonnummern ich brauche. Also von welchem Typen ich Telefonnummern brauche, damit sie sagen, hey, ich habe einen Stein gefunden. Hier, komm vorbei, ich gebe dir den, check ich dir. So, Amnesie. Da muss ich lieber fliegen und kill dich mit einem Schlag. Wobei du eh noch zu zwei Angriffen kommst. Aber bevor mir im Zweifelsfall dieser Slam nun erheblichen Schaden zugefügt hätte, was er auch noch tut, denn Fliegen macht irgendwie genauso viel Schaden wie Flügelschlag, ungefähr. Ja, der Unterschied zwischen den Attacken scheint nicht allzu groß zu sein. Ich guck gleich mal nach, wie stark Fliegen hier genau ist. Und dann wird's interessant, Leute. Ein Owei. Na, da kann ich Taubitz auch gleich draußen bleiben lassen. Tun. Wow, die Eröffnungszeremonie, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die Eröffnungssequenz. Sieht interessant aus bei Owei. Ein Flügelschlag reicht aber aus, sehr schön. So, vergleichen wir nochmal Flügelschlag mit, ne, die ist echt cool, mit Fliegen. Juhu, sagt er. Wieso sagst du Juhu, weil ich dich besiegt habe? Was ist denn da los? So, Taubos Attacken. Fliegen 70, ja, tatsächlich 70. Ja, stimmt, das war ja echt nur 70. Ich hatte irgendwie im Kopf 90, aber ne, Quatsch. 90 war die Trefferquote. Das heißt, Fliegen... Man sieht sich kaum, damit anzugreifen. Da unten ist ein Item, habt ihr das gesehen? Hm, du bist gut, nicht wahr? Deswegen bin ich hier. Vielleicht wird ich einfach schlecht und ich bin einfach so hergegangen, aber... Eigentlich kommen hier Leute nur hin, die gut sind. Nein, wobei, noch kam der Ordencheck nicht ein. Ich könnte rein theoretisch hier jeder hingehen, aber komischerweise stehen hier nur übelste krasse Typen. Weil sie genau wissen, dass sie die Pokémon-Liga ist. Dann da mal gegen Stalos. Auch wieder so ein Matchup, bei dem ich mir denke, na, Impelgator sollte in diesem Kampf irgendwie besser aufgehoben sein. Keine Ahnung, wie ich darauf komme, auf diesen verquirrten Gedanken. Gegner Sandama benutzt Sandwirbel. So, und nochmal den Surfer. Schön ist das. Und ab dafür. Das ist ein Guanil, oder? Das ist nur ein Sandama. Das hat keine spezielle Verteidigung. Genau, das ist eine spezielle Verteidigung bei Sandama. Da braucht man gar nicht jetzt nachgucken. Du brauchst eine Lupe, um die Zahl überhaupt lesen zu können. So klein ist die. Also, die sind nicht nur kurz, sondern auch klein. Richtig. Mikroskopisch. Wie ich dachte. Wie du was dachtest. Was denn? Was denn? Ja, ich weiß. Er hat gesagt, du bist stark, oder? Das dachte er. Hi. Sag nichts. Lass mich raten, woran du denkst. Ich weiß. Du denkst darüber nach, zur Pokémon-Liga zu gehen. Mensch, wie kommst du denn da drauf? Psycho... Andreas, keine Ahnung, gibt es eigentlich Psycho-Andreas in irgendeinem Pokémon-Spiel? Das wäre irgendwie extrem episch. Würde ich cool finden. Cyril heißt der aber, oder Cyril, oder wie auch immer man das ausspricht. Starmie, schon wieder so ein Matchup, bei dem ich mir denke, nein, Starmie, sei doch nicht so fies, Mann. Ja, aber welches Pokémon ist denn dafür umso besser? Ja, ich weiß nicht welches. Ultrigaria, wobei, naja, eigentlich auch nicht so wirklich. Ich meine, es hat immer eine Psychoschwäche. Und das ist bei einem Starmie jetzt nicht allzu selten. Ratet mal warum. Oh, ho, ho, ho. So, da kommt Starmies Blubstrahl. Bong, das macht auch gar nicht mehr so wenig Schaden, aber... Ist okay, ist okay. Ich mache einfach Flügelschlag und dann hat sich die Sachen gegessen. Zack, zack zu. Naja, es wird nicht die Hälfte abziehen. Oh, da doch ein bisschen über die Hälfte sogar. Das heißt, aber sie lese ich auch gerade Level 30 erst. Na, das erklärt natürlich alles. Ach, Starmie. Ich finde es schön, dass Starmie wieder nützlich ist jetzt in der im aktuellen Metagame. In XY war Starmie das erste Mal nicht overused, Leute. So eine traurige Geschichte. Starmie war mit Gengar das einzige First-Gen-Pokémon, was immer OU war. Und dann auf einmal stürzt es ab für eine einzige Gen. Das war für mich traurig, mir anzusehen. Das heißt, Gengar ist der letzte Hoffnungsträger. Gengar muss einfach immer OU sein.
Das wäre sonst nicht Gengar. Finde ich. Der Mittelfinger in unser aller Gesichter, Leute. Erinnert ihr euch noch an diese Aussage? Von wo genau ist die eigentlich? Also wenn mir das jemand sagen kann, das wäre grandios. Und das ist jetzt nicht mal so ein Test an euch, sondern einfach nur, ich weiß es wirklich nicht, wo ich das erste Mal erwähnt habe. Ich weiß nur, dass ich das in die Köpfe der Leute eingebrannt hat. Und ich das heute noch gesagt bekomme. So, Owei hier. Owei, 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 was soll ich da nur tun, außer den Flügelschlag benutzen? Ich mach Pfannkuchen aus euch, ne? Pfannkuchen, eher Spiegelei oder Rührei, das wollte ich sagen. Omelette, genau, schön. Das ist zu viel. Owei ist generell eigentlich ein total komisches Pokémon. Ich meine, es sind Eier. Also Eier, die aus einem Ei schlüpfen. Ha. Wenn das mal nicht merkwürdig ist, dann weiß ich auch nicht. Gut, dass ich noch Whirlpool beigebracht habe. Suicune, yay! Trotzdem, da will ich auch noch beschweren, dass die neuen Pokémon unkreativ sind. Die erste Gen hat auch so einige komische Dinge vorgebracht. Zwitscher, Zwitscher, ein Vogelfänger. Was nicht heißt, dass ich Owei so nicht mag. Gegenteil, ich finde Owei ziemlich sympathisch. Neue Voltoball, Magnetilo, Slimer und so weiter und so fort. Mag ich alle sehr gerne. Porenta, Porenta! Stalos, Gott, habe ich Porenta in der Serie früher gehasst. War irgendwie so mega nervig. Das war die Folge mit dem Pokémon-Dieb. Der irgendwelche Leute... Na, was hat er mit denen gemacht? Er hat sie halt verarscht und dann hat er ihr Pokémon gestohlen. Ah, guck mal, Leute. Oh, viermal tatsächlich? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ein Attacker viermal trifft. Also wir hatten 500, 2000 Mal schon und drei hatten wir auch schon mal. Aber vier? Vier war, glaube ich, gerade das erste Mal da. Glückwunsch, Porenta. Danke, dass du diesen wunderschönen magischen Moment beschert hast. Ich freue mich. So viel zum Thema... Sandsturm TM. Aber nein, die brauche ich nicht. Sandsturm wurde nicht erlernt. Vogelfänger Elmer wurde dafür besiegt. Dein Geben und dein Nehmen, Leute. Was will man denn da machen? Zwitscher, Zwitscher. Der Typ hat doch einen Vogel, glaube ich, hier. TM 22. Okay, was ist das? Was ist TM 22? Moment. Solarstrahl. Coole Sache. Überlege ich mir vielleicht. Dann nehmen wir nochmal Sonntag. Ah, da geht's nochmal rechts entlang. Schluck auf, tut mir leid. Das war gerade keine Absicht. Ja, wer hat schon mal mit Absicht Schluck auf? Schneller hoch. Ich bin extra noch zur Seite gegangen. Aber nein, der komische Typ da stand mir im Weg. Also, ne? Bevor ich zur Seite gegangen bin. Ich hätte nicht nach Seite gehen müssen, also nicht zur Seite gehen müssen, wenn der Typ da nicht gestanden hätte. Das wollte ich eigentlich gesagt haben. Dumm. Stoppe meine eigene Zunge schon wieder. So, Smogmog. Das Gute ist, die Trainer variieren jetzt mit ihren Pokémon das ziemlich stark. Das heißt, mit anderen Worten, die ganzen Gift-Typen und so weiter, irgendwie Smogmog hatte da große Probleme in den letzten Parts mit. Wie komme ich da unten ran? Wie komme ich denn da ran? Ich hätte mal Schutz kaufen sollen. Ich hätte Schutz kaufen sollen. Und wenn es ein... Na, wobei, es ist ja nur... Ich denke, es ist nur diese kurze Wasserpassage und danach ist alles gut. Los, Smogmog. So, du bist entkommen. Na, da geht's echt nicht lang. Wer stört? Du bist nicht erwünscht. Tentacher. 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 Du weißt, eigentlich bist du bei mir immer willkommen, aber gerade muss ich doch sagen... Oh mein Gott. Der Weg zur Siegesstraße ist... Oh, wow. Ein Noctu. Ich werde davon laufen. Vor allem, weil es immer noch... Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass er Konfusion benutzt. Also, dass es das beherrscht. Und deswegen lieber weglaufen. Ich war nur 7 Level höher und konnte trotzdem fliehen. Das spricht nicht gerade für den Init-Wert dieses Pokémon. Wie komme ich jetzt da unten hin? Ich bin verwirrt. Ich bin sehr hart verwirrt. Von hier... Nicht! Dam. Das ist echt partabhängig irgendwie. Nicht gebietsabhängig oder sonst was. Nein, es ist partabhängig, ob viele Pokémon kommen oder nicht. Also wilde Pokémon. Du bist entkommen. Wie würdet ihr es eigentlich finden, wenn Game Freak es irgendwann ändern würde und die Pokémon dann quasi nicht mehr random in Gras auftauchen, sondern dass man sie immer sehen könnte? Du solltest die wilden Pokémon, die ihr Leben, nicht unterschätzen. Also quasi wie es bei sehr, sehr vielen RPGs heutzutage ist. Die Maps oder mit Tales of kann man es auch vergleichen. Die Gegner sind immer auf der Map drauf und... ja, so will man die Pokémon dann auch sehen. Ich muss ehrlich sagen... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich fände es nicht so cool. Einfach weil
der ganze alte Charme verloren gehen würde. So, und ich bleibe einfach drin mit Smogmog. Es wäre kackegal, ob das ein Psycho-Pokémon ist. Da würde mich interessieren, wie ihr das so sehen würdet. So, Smogmog auch bald über 100 KP. Sehr schön. Okay, er scheint aber keine Psycho-Attacke zu beherrschen. Also schon mal eine gute Nachricht. Aber er macht viel Schaden. Aber trotzdem würde er mich erst mit zwei weiteren Blutsträngeln besiegen. Außer es gleich kommt. Nicht über die Zunge stolpern, Herr Shomaru. Außer es kommt gleich. Oh nein. Ich hoffe, ich vergifte ihn. Es kommt ein Crit. Das wollte ich eigentlich gerade die ganze Zeit gesagt haben. Aber ich denke, es sollte eigentlich trotzdem reichen. Es ist immer ein Smogmog, der guten Schaden verursacht. Mit einem Volltreffer reicht sowieso. Ah, wie ärgerlich. Das ist ärgerlich. Ein Nidoqueen. Es geht immer noch weiter, Leute. Pokémon, die Smogmog nicht wirklich gescheit treffen kann. Das ist so bitter. Die sind so böse zu mir. So böse sind die. Na, aber Gift war auch ein furchtbarer Typ in der Offensive damals. Zu diesen Zeiten hier, in denen wir gerade spielen. Also nicht zu den Zeiten, in denen wir spielen, sondern in den Zeiten des Spiels, das wir hier gerade spielen, als es noch aktuell war. Das klang jetzt total wirrend und komisch und alles ist konfus. Egal, ihr wisst, was ich meine. So, Impergartenschlauch, den Surfer! Wird nicht reichen, aber macht gut Schaden für ein Two-Hit-KO. Oh, es reicht sogar doch. Okay, alles klar. Weil Nidokings, Nidoqueens spezielle Verteidigung ist eigentlich nicht so schlecht. Aber es war eben Impergator, den darf man nicht unterschätzen. Genauso wie sie uns geraten hat, die wilden Pokémon nicht zu unterschätzen, die hier leben. So, trotzdem wäre es mal schön, wenn bald wieder Trainer kommen könnten, die Smogmog auch besiegen kann. Ich will unbedingt die zwei Evolutionssteine haben, Leute. Satsene und Akani machen unser Team doch erst perfekt. Und so schön facettenreich vor allem, was die Typen angeht. Wir haben dann Wasser, Feuer, Pflanze, Gift und ja gut, nochmal Gift. Stahl, Boden, Flug, normal. Hab ich ihn vergessen? Ich glaube nicht. Oh, du bist viel zu stark, viel zu stark, viel zu stark. Hab ich ihn vergessen? Nee. Alles klar. Udrigare habe ich ja erwähnt mit Pflanze, Gift. Bereits. Wahrscheinlich komme ich hier unten irgendwo zum Item, oder? Wenn das da unten mal weggehen würde, danke. Ich schwimme mal hier nach rechts und hoffe, dass ich nicht von allzu vielen Pokémon... Ah, nee, hier ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Oh, ein Angler. Ein Angler? Wirklich? Heute fühle ich mich großartig. Ich fühle mich so stark, dass ich den Liga-Chat besiegen könnte. Das wollen wir doch mal anhand deines Teams überprüfen. Angler. So, Angler schickt ein Baldorfisch ins Rennen. Ich weiß nicht, ich meine, man könnte es besser wissen, aber ich habe so das Gefühl, Baldorfisch wird nicht so das ideale Pokémon sein, um Siegfried... Oh Gott, jetzt habe ich den Champ gespoilert, Leute. Nein! Um den Champion zu besiegen. So könnte ich es ja formulieren. So, Härtner. Härte du dich ruhig, ist überhaupt kein Ding. Ich habe ja immer noch Schaufler. Los, Aquaknarre. Es war mir schon klar, dass du eine Wasserattacke kannst, aber bei einem Baldorfisch sollte das eigentlich nicht viel Schaden zufügen. Nee, sage ich doch. Nicht viel. So, grab dich ein, buddel dich weg und dann greif das Baldorfisch an mit einem geballten Schaufler. Das ist wieder das Thema Schaufler auf einer Brücke. Erinnert ihr euch noch an die Pokémon X-Wedlock? Unser liebes Brigaron namens Muffin, der, das hat sich auch durch die Brücke gefräst und kam irgendwie immer wieder hoch. Immer wieder herrlich, immer wieder schön. Aquaknarre, willst du das wirklich wagen? Meine Stärke wird dich besiegen, hoffe ich. Yeah, sehr, sehr gut. So, was kommt als nächstes? Noch ein Baldorfisch. Okay. Na gut, ich benutze nochmal Stärke. Stärke! Benutzt du ruhig deine Aquaknarre, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Im Endeffekt musst du selber wissen, wie du am schnellsten verlieren möchtest. Oh, mein Stalos könnte aber vielleicht wirklich noch, könnte sie vor allem, hä? Könnte er vielleicht wirklich noch besiegen? Schade, ich dachte, Stärke reicht auch zweimal aus, da könnte ich mir... eine Runde sparen. Nicht, dass es irgendwie relevant für meine AP oder sonstiges wäre, aber es würde schneller gehen, nicht wahr? Weggegraben hat er sich einfach. Und Schaufler. Tschüss, Baldorfisch. War nett, dich gekannt zu haben. So, einer noch. Einer noch. Lass mich mal raten. Es ist... Oh, es ist Golking. Golking, das kann Smogmog vielleicht so besiegen, aber Smogmog hat nicht mehr viel KP, das heißt, wenn es speziell angreift, könnte es kritisch werden. Aber eine Hornattacke sollte eigentlich ziemlich gut wegstecken.
dessen bin ich mir eigentlich extrem sicher. So, Schlammer, du bist sogar schneller als Golking. Golking, ich möchte sagen, das spricht nicht gerade für dich. Sag jetzt zu jedem Pokémon, was irgendwie outspeedet wird von Smogmog. Oh, dann haben wir Gift dazu. Schön, das heißt, es ist nach der zweiten Runde weg. Gott sei Dank hat das nicht getroffen. Heieieiei, diese Taktiken immer hier. Nee, du. Alles legitim, ist mir schon klar, aber... Das muss doch nicht sein. So, Smogmog, sehr schön. Ganz viele Punkte bekommen. Ich glaube, auf dem Weg hier ist auch nochmal ein Center. Nein, nicht diesen Kampf. Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn hier überhaupt? Ich gehe mal ganz kurz hin, das möchte ich noch eben sehen. Dann geht's auch einfach weiter. Hier geht's einfach zurück. Ach so, okay. Scheint ein Shortcut zu sein, wenn wir von oben kommen. Okay, Leute, dann gehe ich noch wieder zurück auf die Route, beziehungsweise auf die Brücke. Und dann soll es das auch hier gewesen sein. Gut, okay. Kommt keiner. Alles klar, Leute, beim nächsten Mal machen wir hier weiter in Pokémon Kristall auf dem Weg zur Pokémon Liga, um das ultimative Kräftemessen zu starten. Bis dahin, Leute. Ciao.